Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Episode. Ich hoffe, dir geht es gut. Mir geht es auch gut. Ich hatte eine sehr volle Woche. I had a lot to do, full week. Aber das ist vollkommen okay. Und ich hoffe, du hattest eine entspannte Woche. Und in der heutigen Episode sprechen wir über die Wochentage. In der Woche gibt es 7 Tage. Der Montag, Monday, der Montag ist der Tag nach dem Wochenende. Viele Menschen mögen den Montag nicht, weil es schwer ist, nach dem Spaß am Wochenende wieder zur Arbeit oder zur Schule zu gehen. Aber der Montag ist auch ein Neuanfang, eine Chance, mit frischer Energie in die Woche zu starten. Nach dem Montag kommt der Dienstag, Tuesday. Einige sagen, der Dienstag ist der langweiligste Tag der Woche, denn es ist noch nicht Mitte der Woche, aber das Wochenende ist auch noch weit weg. Trotzdem kann der Dienstag auch ein guter Tag sein. Man kann am Dienstag viele Dinge schaffen. Can get a lot of things done. Der Mittwoch liegt in der Mitte der Woche. Wenn du es über den Mittwoch geschafft hast, bist du schon fast am Wochenende. Viele Menschen freuen sich auf den Mittwoch, weil er ein Wendepunkt, a turning point, in der Woche ist. Dann kommt der Donnerstag. Der Donnerstag ist fast wie ein Vorgeschmack, like a pre-taste, auf das Wochenende. Man sagt oft, Freitag ist in Sicht. Am Donnerstag planen viele Leute schon, was sie am Wochenende machen wollen. Es ist ein Tag voller Vorfreude.
like pleasant anticipation. Dann kommt endlich der Freitag. Freitag ist für die meisten Menschen der beste Tag der Woche. Es ist der letzte Arbeitstag, bevor das Wochenende beginnt. Viele Leute freuen sich auf den Freitag. Am Samstag ist endlich Wochenende. Samstag ist ein Tag, den die meisten Menschen nutzen, um sich auszuruhen, Zeit mit Familie und Freunden zu verbringen oder ihren Hobbys nachzugehen. Ich habe früher, in former days, when I was younger, ich habe früher samstags immer Fußball gespielt. Der Samstag ist ein toller Tag. Ich glaube, es ist mein Lieblingstag. Es ist ein Tag voller Möglichkeiten, possibilities, und Freiheit. Und schließlich, finally, kommt der Sonntag. Der Sonntag ist ein entspannter Tag, an dem man sich auf die kommende Woche vorbereiten kann. Manche Leute gehen sonntags in die Kirche, to church. Andere machen einen gemütlichen Spaziergang, they take a walk. Oder andere Leute machen einfach nur einen faulen Tag zu Hause, a lazy day at home, so to say. Das sind die Tage der Woche. Aber natürlich sind diese Tage nicht für alle Menschen so. Es gibt natürlich auch Menschen, die am Wochenende arbeiten müssen. Und du, wie ist deine Woche? Arbeitest du von montags bis freitags oder musst du vielleicht am Wochenende arbeiten? Vielleicht gehst du auch zur Schule? Erzähl mal. Und das war es auch schon mit der heutigen Episode. Ich hoffe, dir hat die Episode gefallen. Wenn sie dir gefallen hat, teile sie doch gerne mit deinen Freunden, deiner Familie oder anderen Deutschlernern. Vielleicht schreibst du ja sogar ein Review. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, du hast noch eine schöne Woche, egal welcher Tag heute ist. Bleib vor allem gesund. Tschüss!